Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie mitnehmen auf eine Zeitreise. Versetzen Sie sich mit mir genau 27 Jahre zurück zum 12. Mai 1989. 5 Tage zuvor, am 7. Mai 1989, fanden in der DDR Kommunalwahlen statt. Wenn man so will, die Geburtsstunde auch der Bürgerbewegung, die zum ersten Mal Wahlfälschung öffentlich anprangerte. Fast auf den Tag genau 3 Monate zuvor starb wenige hundert Meter von hier Chris Geoffroy durch Schüsse von DDR-Grenzpolizisten beim Versuch, die Berliner Mauer zu überwinden. Später würde man sagen, er war das letzte Maueropfer, das durch Schusswaffen gestorben ist. In dieser Situation war es völlig klar und eindeutig, dass diejenigen, die aus den Gefängnissen freigekauft worden sind, die unter Lebensgefahr die Grenze überwunden haben oder die nach jahrelangen Schikanen durch Ausreiseanträge dann schließlich ausreisen konnten, rentenrechtlich behandelt wurden wie Bürger der Bundesrepublik Deutschland West. Das war felsenfester Konsens, das war, wenn man so will, Bestandteil der Staatsräson, dass die DDR-Bürger, die immer verstanden wurden als Bürger im Sinne des Grundgesetzes, nicht nur nominal dann im Westen ihren Platz finden, sondern dass diese natürlich auch sozialrechtlich, rentenrechtlich voll gleichgestellt werden. Das war quasi staatspolitische Raison und gegenüber der DDR auch außerordentlich wichtig. Und jetzt stellen Sie sich vor, in diesem Jahr 1989 hätte im damaligen Deutschen Bundestag in Bonn die Fraktion, damals gab es noch nicht Bündnis 90, die Fraktion Die Grünen den Antrag gestellt, diese DDR-Geflüchteten jetzt nicht mehr nach dem Westrecht, sondern nach ihrer DDR-Erwerbsbiografie zu behandeln und deren Rente neu zu berechnen. Was meinen Sie, was da los gewesen wäre? Sie von der CDU hätten es auch sofort gefordert, uns vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, hätten uns als vaterlandslose Gesellen beschimpft und vieles mehr. Und zurück nach heute. Jetzt ist es genau das, was Sie tun. Es ist quasi eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet wir Grünen und dann zumindest zum Teil Nachfolgepartei der SED, die Linke hier, dass wir die alte Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland vor 1990 hochhalten und sagen, diese politischen Zusagen, die gegeben wurden, den DDR-Geflüchteten sind einzuhalten. Und das ist auch der politische Kern der Debatte. Alle anderen Punkte, Stichtagsregelungen, Vergleichsgrößen zu Aussiedlern, die sowieso eigentlich sachfremd sind, weil die Aussiedler keine DDR-Bürger waren, alle anderen Punkte sind technische Fragen, von denen ich sicher glaube, dass wir sie klären können und die den politischen Kern nicht verstellen dürfen, dass dies damals Staatsräson war. Und diese politische Zusage, meine Damen und Herren, die wiegt auch schwerer als andere rentenrechtliche Zusagen zu Ausbildungszeiten und vielem anderen mehr. Sie hatte ein viel, viel größeres Gewicht. Und darum ist auch damals im Einigungsvertrag kein Mensch auf die Idee gekommen, die rentenrechtlichen Ansprüche abzuerkennen. Wer dafür war, Herr Schäuble war ja Verhandlungsführer, soll sich doch bitte hier nach vorne begeben und dazu Stellung beziehen und das nennen. Da werden wir niemanden finden. Und ich fordere nicht mehr und nicht weniger und meine Fraktion, dass wir zu dem, was im Einigungsvertrag Geschäftsgrundlage war, zurückkehren. Und ich glaube, das können wir auch. Natürlich wird jetzt dieser Antrag abgelehnt werden. Aber wir haben als Deutscher Bundestag schon öfters für bestimmte Gruppen, denen Unrecht widerfahren war oder wo Fehler auch begangen wurden in der Vergangenheit, uns zusammengerauft und gesagt, das korrigieren wir nachträglich. Ich nenne zum Beispiel die Contagan-Geschädigten. Ja, das ist jetzt ein etwas anderer und auch sicherlich sehr ernster Fall. Aber da ist nach Jahrzehnten dann der Deutsche Bundestag geschlossen hingegangen und hat gesagt, wir korrigieren damalige Fehler. Und das sollte uns doch jetzt auch möglich sein. Dankeschön. Herr Kollege Rosemann, Sie wollten noch eine Zwischenfrage stellen. Die Redezeit ist schon abgelaufen. Sie hätten natürlich noch die Möglichkeit, eine Kurzintervention zu machen, aber es muss auch nicht sein.
Herr Präsident, vielen Dank.